Yes! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Factorio. Letztes Mal haben wir quasi gerade so die Kupferproduktion angeheizt. Ja. Ja. Und die läuft jetzt einigermaßen und jetzt müssen wir quasi mal Schaltkreise produzieren und dann können wir uns um alles andere kümmern. Hui, hui, hui. Schaltkreise, nüt, nüt, nüt. Guck mal, ich bin sogar um eins verrutscht. Das ist natürlich blöd. So. Ja, weil die. Das große Problem ist nämlich. Wir brauchen Schaltkreise, um diese Dinger zu herzustellen. Das heißt, eigentlich sind Schaltkreise noch viel, viel mehr basic als das, was wir hier machen. Und das bedeutet leider Gottes, dass das alles wieder aufhören muss. zup, zup. Und jetzt nehme ich quasi von hinten die ganzen Sachen weg. Schade. Meine ganze Produktionsstätte eingestampft. Aber hey, immerhin ein paar Fließbänder, das ist nicht schlecht. Ich vergesse immer, dass Schaltkreise so ein grundlegendes Ding sind. Das müsste eigentlich eine der Grundzutaten noch sein. Okay, cool. Das kann auch weg. So, und jetzt ist es nämlich so. Tja, wir haben zwei Teile, das ist gut. Und jetzt machen wir das nämlich so. Wir machen als allererstes, wie man im schönen Schwabeländle so sagt, das ist unser Puffer, was natürlich dumm ist, das andersrum zu machen, aber hey. Einen Teiler brauche ich noch. Nein, ich gucke mir erst an, was brauchen wir? Wir brauchen Eisenplatten und Kupferkabel. Das heißt, wir produzieren Eisenplatten und Kupferkabel. Für die Kupferkabel brauchen wir nur Kupfer. Logisch. Also machen wir quasi als erstes mal, zwacken wir hier ein bisschen ab. Gehen hier rüber. Und dürfen auf dieses Ding, weil das ist unser Puffer. Genau, das ist der Puffer. Ja, perfekt. So. Und ab da dürfen wir produzieren. Ja, oh Mann, ich brauche echt dringend irgendwie. Naja. Das heißt, hier darf quasi schon die erste Maschine stehen. Jetzt ist es so, wir brauchen quasi Kupferkabel en masse. Wir brauchen richtig viele Kupferkabel und danach. Und jetzt ist aber die Frage, wie viel Kupferkabel brauchen wir? Wir brauchen drei Kupferkabel für jede Schaltkreise. Also 3 zu 1 ist unser. Genau, wir brauchen. Oh, das ist echt schwierig. Jetzt kommt nämlich Mathematik ins Spiel. Wir haben quasi jede halbe Sekunde können wir einen elektronischen Schaltkreis raushauen. Kupferkabel braucht eine halbe Sekunde, um zwei Kupferkabel herzustellen. Das heißt, jede Montagemaschine stellt zwei Kupferkabel fest her und wir brauchen allerdings drei. Das heißt, wir brauchen im Prinzip drei Montagemaschinen, die Kupferkabel herstellen, für. Ja, ich denke, so geht die Rechnung auf. Oder? Wir brauchen drei Montagemaschinen, die Kupferkabel herstellen. Und dann haben wir jede halbe Sekunde 6 Kabel und können jede halbe Sekunde damit zwei Schaltkreise herstellen. Ja, das geht. Das heißt, wir bauen drei von denen. Ah, die sind so nah aneinander. Und wir machen quasi Intermediate. Wir produzieren die auf Fließbänder und holen die uns später wieder aus den Fließbändern raus. So. Tap, tap. Das ist gut. Ba-ba-ba-ba. Da kommen sie rein, da kommen sie raus. Da vorne kommen sie rein. Da kommen sie raus. Rein. Raus. Okay, und so
Schwester muss weg. Ich frage mich, ob es Sinn macht. Ups. Wir müssen hier quasi auch. Ja, perfekt. Das war gut. Gut gezielt, gut geplant. So. Und jetzt können quasi das gesamte Kupfer auf beiden Seiten hier lang fließen. Und sobald wir einmal. Jetzt geht's los mit der Kupferproduktion. Mit der Kupferkabelproduktion. Perfekt. Dann führen wir die quasi hier einmal drunter durch. Und hier auch. Jetzt ist die Frage, machen wir quasi nochmal eine so eine Reihe? Ich würde mal einen Platz für nochmal so ein Ding einplanen. Weil wir haben ja quasi von beiden Seiten Kupfer. Das ist eigentlich. Eigentlich sollte man das nutzen. Und dann machen wir das so, die könnten wir eigentlich direkt hier reinpumpen. Also quasi so. Nee, können wir nicht, weil wir müssen ja auch noch einen Zulieferer an Eisen haben. Das heißt, wir brauchen hier so ein Zwischending. Hier kommt Eisen rein. Also, wenn wir es genauso machen wie auf der anderen Seite, müssen wir es natürlich so machen. Und dann kommt quasi. Schaltkreis, Schaltkreis, Schaltkreis. Da können wir tatsächlich auch schon mal einstellen. Zip, zip, zip. Und es ist nämlich so, dass wir quasi von hier aus Eisen nehmen, von hier aus das und hier spucken wir die Schaltkreise aus. Vielleicht sollte ich mir mal ein bisschen nicht so gierig. Ich denke, das macht Sinn. Dann fahren wir quasi einmal hier unten durch. Setzen das hier auf. Zip, zip. Ich behaupte jetzt einfach mal, das geht so. Oh, ich bin so dumm. Das ist echt schlimm. Das gibt es doch gar nicht. Naja. Weil jetzt brauche ich ja quasi nochmal einen Bus für meine Platten. Also mache ich quasi, ich sage. Weil das ist ja unser Puffer. Genau, hier sind die Eisen. 1, 2 Puffer. Und hier irgendwo kommen die Schaltkreise raus. Das heißt, alle Schaltkreise fahren hier hoch. Oh shit, irgendwas wird zerstört. Ah, nur beschädigt. Okay, cool. Nur beschädigt. Ich gönne mir jetzt mal 5 von den Reparaturkits. Oh, 10 sogar. Das sind immer 2. Das ist natürlich schön. Ja, komm. Zip, zip. Und hier kann ich quasi. Weil die. Das ist natürlich auch gleichzeitig mein Puffer. Das ist natürlich auch schön. Ja, yeah, cool, 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 weil dann kann ich nämlich quasi hier das Eisen abzwacken. Ja, warum nicht? Ich zwacke hier das Eisen ab. Dann brauche ich noch einen Abzwacker. Einen Teiler. Genau, und dann muss ich noch den Strom verbinden. Jo.
Ach Gottchen. Da und da. So, dann funktioniert das wenigstens schon mal. Und jetzt baut er das nach. Okay, das ist cool, aber das ist zu langsam. Also brauche ich hier auf jeden Fall zwei Inputs. Klar, weil der braucht ja. Ja, der braucht wesentlich mehr Kupferkabel. Dann machen wir das so. Brauchen davon noch ein paar mehr. Und hier muss natürlich auch. So. Das räume ich später auf, sagte er, wohl wissend, dass er es nicht tut. Und jetzt kann ich. Das war dumm. Ja. Und jetzt kann ich quasi sagen, ich bretter hier die Schaltkreise raus. In Anführungszeichen brettern, weil das jetzt wirklich ziemlich langsam geht. Das bedeutet, ich brauche hier noch einmal. Da brauche ich einen Teiler, der quasi mir Eisen abzwackt. Hier brauche ich noch einen Teiler, der mir Eisen abzwackt. So. Und hier geht das raus. Und dann hätte ich gerne noch. Zap, zap, zwei Teile. Drei. Die das hier verteilen. Und dann habe ich quasi. Jo. Es ist nicht perfekt, aber es funktioniert. Ah, das ist der falsche. Witzig. Cool, ja, das ist zumindest erstmal okay, sage ich mal. Und wie wir vorhin schon festgestellt haben, nichts hält länger als ein Provisorium. Also provisorieren wir jetzt die Scheiße hier aus dem Leib. Das bedeutet, ich brauche da und da und da. Und hier und außerdem muss da ein Eisen rein. Dann machen wir den irgendwie so, dass er geht. Und können wir uns denn auch mehr von denen leisten? Zup, zup, zup. Ja, perfekt. Und jetzt ist quasi auf der anderen Seite passiert genau das Gleiche. Ah, ich kann hier schon sogar bauen. Das ist so viel Arbeit, so viel Gedankenarbeit auch. Aber hey, langsam wird's. Kann ich quasi das, das, hier kommt was rein und na, da muss was rein und wir können quasi auf der anderen Seite wieder jeweils einen davon. Ach ja. Sehr konzentriert. Als könnte ich irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ich denke, ihr wisst, was sehr konzentriert bedeutet. ja, und jetzt.
So. Und jetzt geht das alles da rein. Schön. Wunderschön. Jetzt hole ich mir noch ein paar Eisenplatten und ein paar von diesen Dingern. Jetzt mache ich per Hand ein paar Fließbänder machen. Und jetzt kann ich meine Fließbandproduktion wieder aufbauen. Peinlich, dass ich das alles so verzogen habe, aber hey. Quasi hier. Hey. Ich brauche davon ein paar. So. Und jetzt können wir quasi hier. Nee, brauchen wir noch gar nicht. Brauchen wir noch gar nicht. Genau, und jetzt können wir im Prinzip genau das unsere Produktion für, sag ich mal, Schaltkreise. Und jetzt können wir quasi wieder zurück zu unseren Fließbändern. Jetzt produzieren wir wieder Fließbänder, dafür brauchen wir ein paar von unseren Montagemaschinen. Und dann machen wir es nämlich quasi genau nochmal so. Überall zwei Platz lassen, weil das immer nicht schlecht ist, dass man zwei Platz hat. Also quasi das. Und eins, zwei ist hier. So, das ist quasi die Ecke. Wo die. Nee, nicht die Montagemaschine stehen darf, sondern theoretisch müsste da das Eisen rüber und dann dran vorbei. Also quasi so. Dann das Eisen so. Und eins, zwei, die Montagemaschine. So, und die stellt nämlich jetzt Zahnräder her. Genau. Das war nämlich unser ursprünglicher Plan. Wollten wir nämlich eins. Ah ja, und das auch immer. Dieses Pufferding dazwischen. Und die stellen alle Zahnräder her. Jo, genau. Zahnräder sind hergestellt. Also, ne, nicht hergestellt, aber. Und dann war es nämlich so, in der Mitte. Oh shit. Na toll. Damn. Die werden ja immer übler, ey. Fuck. Oh Mann. Okay, ich brauche definitiv mehr Industrie, mehr Rüstindustrie. Machen wir gleich. Wir machen jetzt die Bells dieser Episode noch fertig und danach kümmern wir uns um Rüstungsindustrie. Genau, in der Mitte kommen nämlich die Bells raus. Jawohl. Und auf den beiden Seiten außenrum kommen einmal die Teile und einmal die unterirdischen Fließbänder. Genau, und wir sagen, hier ist immer ein Zwischenlager, wo wir reinarbeiten und wieder rausarbeiten. Dieses Zwischenlager muss nicht volle Kapazität haben. Da-da-da-da-dam. Ja, perfekt. Genau, dann können wir quasi. So, wunderschön. Und hier müssen wir quasi dran vorbei. Und das sind die Fließ die Dingsbums hier, ne? Bestia. So. Fuck.
Vielleicht sollte ich eigentlich mich darauf konzentrieren, dass diese in der Mitte wieder funktioniert, die Produktion. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn gerade. Blop. So. Und wir nehmen hier raus und tun hier rein. So, wunderschön, jetzt haben wir schon mal die. Zahnräder, wollte ich sagen. Das ist gut, dann können wir nämlich quasi davon ein paar bauen. Und technisch gesehen müsste das jetzt laufen. Jawohl, perfekt. Perfekt. Jetzt läuft unsere Fließbandproduktion wieder. Sehr schön. Jetzt haben wir Fließbänder. Jetzt müssen wir nur irgendwie uns darum kümmern, weil unser Eisen verhungert, weil das auf alle vier aufgeteilt wird. Können wir nämlich theoretisch sagen, okay, wir mischen das hier wieder rein. Das wäre eine Möglichkeit. Und das ist für den Anfang auch okay. So, perfekt. Das hier braucht im Prinzip auch nur. Ich brauche eine Greifer in der Fabrik. Das, das und das. Ja, und. Oh, das braucht nicht mal. Das braucht nicht mal Zahnräder. Perfekt. Genau, und das produziert jetzt quasi uns in diese Kiste hinein. Jetzt haben wir unterirdische Fließbänder, normale Fließbänder. Jawohl. Jawohl, ja. Wunderschön. Und das hier oben braucht auch keine Zahnräder. Das ist natürlich cool. Mann, wie schnell geht das? Zwei Eisenplatten pro halbe Sekunde. So. Ja, viel besser. Dann brauchen wir noch ein paar Greifarme. So. Und tatsächlich könnten wir uns hier noch einen Greifarm leisten. Der dann wesentlich. Oha, okay. unsere Eisenproduktion ist zu schwach. Wie dem auch sei, wir haben jetzt ein paar Fließbänder und ein paar Untergrunddinger, aus denen können wir selber wenigstens Fließteiler machen. Teilbandfließe. Ach, wie heißen die? Teilerfließbänder. Und ah, ja, und dann machen wir das jetzt einfach so, dass wir quasi hier die Industrie ein bisschen stärken, gerade von denen, die tröpfeln ja hier nur so raus. Ich weiß nicht auswendig, wie viel das Fließband supportet. Also wie viele Öfen können wir quasi konsekutiv durch ein Fließband beliefern lassen. Wir können später auf jeden Fall noch bessere Fließbänder bauen. Oh, das brauchen wir nicht. Da muss es hin. So. Und auch in die Richtung. Da kommt auch noch ein.
So, jetzt haben wir quasi doppelt so viele Öfen, aber noch nicht doppelt so viele befeuerte Öfen, weil uns Zahnräder fehlen. Aber wir wissen, wo es gratis Zahnräder gibt. Nämlich hier. Oh, das waren zu wenige. Ah ne, jetzt fehlen uns Eisenplatten. Ja gut, davon haben wir noch ein paar auf Lager. Rup. So, das wäre erledigt. Und jetzt machen wir hier oben einmal, können wir das, die Brücke quasi schließen. Und wir müssen außerdem. So, in die andere Richtung. Hier oben nochmal ein bisschen Eisen reinbringen. Teilerfließband. Und wir brauchen das und das. Und außerdem brauchen wir Strom. Und dann brauchen wir außerdem einen Arm, der uns das da mit reinbaut. So, und jetzt kommt ab und zu mal ein bisschen was an und der baut uns quasi Teilerfließbänder. Und das heißt, wir sind quasi hier oben erstmal zumindest fertig. Und jetzt müssen wir uns quasi darum kümmern, dass wesentlich mehr Eisen reinkommt. Dann würde ich sagen, wir lassen es dabei für diese Folge. Und nächste Folge verbessern wir unsere Eisenproduktion und machen hier ein bisschen besseres Balancing auf unseren Bändern. Und ja. Dann können wir unsere Industrie ein bisschen stärken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye.